Im Frühjahr ist der Nordwald Kammweg durch einen Sturz mit Verletzung meiner Mama leider schief gegangen. Fazit. Und sie war am Boden zerstört. Wasch. Doch wie versprochen haben wir im Herbst es noch einmal probiert. Ob ein Comeback auch in derart hohen Alter noch möglich ist und wie wir die logistischen Herausforderungen mit kurzer Tageslänge und Herbergsuche meistern, das erfährt ihr in diesem Video. Däumchen drehen? Hast du einen Kilometerzähler für die Daumen mit? Ja. Sehr gut. Ja, willkommen in der Schöneben. Die Schöneben ist leider außer Betrieb, wie man hinter mir kenntlich gemacht sieht, denn es ist die Nebeleben. Für uns geht es heute hoffentlich auf den Nordwaldkammweg weiter. Wir haben den ja leider abbrechen müssen beim letzten Mal, weil sich die Mama verletzt hat. Und diesmal schauen wir, dass wir von der Schöneben unfallfrei, zumindest einmal auf der dritten Etappe, bis Haslach an der Mühl kommen. Und da nehme ich euch einfach mit, weil es ist nämlich windig und kalt. Ja, schwierig. Geil. Nordwaldkammweg. Da eine war ja verlockend. Da geht es zum Moldauerblick, relativ kurz. Und da geht es leider auf Asphalt dahin. Naja. Was kann man machen? Gemeinerweise auf der Herfahrt, es war überall sonnig, bis aufs Rauffahren auf die Schöneben, weil da ist nämlich plötzlich der Nebel gekommen, so circa ab 800 Meter Seehöhe. Langlaufloipen, Nordwaldkammweg, schön? Na, da sind wir aber froh, dass wir vom Asphalt herunter dürfen. Hm? Nordwaldkammweg mag uns noch. Ja, es ist unwirtlich und windig. Aber hoffentlich sind das die Vorboten der neuen Auflockerung. Ja, Nordwaldkammweg. Ja. Also gut angeschrieben ist er, ja, da darf man ja nichts sagen. Er wird nur immer gatschiger. Bäh. Sind wir hintereinander gehen in der Mitte. Der Vorteil ist, Autos werden da keine kommen. Steht denn da? Fernwasserversorgung, Müllviertel und Wasserschutzgebiet. Na schau, jetzt geht es wieder bergab. Ja, ach, so kein Wanderweg mit kleinen Seelein. Hoffen wir uns dann ja doch, dass die Wege auch wieder besser werden. Das ist ein rauer Geselle, der Nordwaldkammweg. He? Eine windige Straße. Da hätte man anscheinend ein neues Fahrrad da bleiben können. Aber da hast du gut daran getan, die Stöcke zu nehmen. Ja, sind schon. Bitte, da kannst du messen und schauen, ob du näher springen und schneller laufen kannst und größer wirst. Und geht gut. Ja. Rot. Großes Rätselraten, wo ist die nächste blaue Markierung? Wo war es denn logisch für dich, dass wir gehen wollen? Wir kommen von wo? Ja genau, von da. Wo sollte das eigentlich hingehen? Ohne dass er jetzt eine Markierung was sagt. Ne? Dann schau mal, ob du was findest. Du bist gemein, du lässt mich hinter dem Baum da stehen. Ja, weil ich eben deinen Wanderinstinkt schulen wollte. Und dein Zweifel von wegen, na Moment, da ist nur rot, ist ja berechtigt. Ne? Also da die rettende Markierung von der Spürnase erfüllt. Ja, sicher, der stehen bleiben. Wir sind jetzt, weil ich das Gartentreiber war. Ja. Ich bin froh, dass wir da nicht drinnen müssen. Das Schwimmflügel haben wir nämlich gar keine mit. Also Wasser hätten wir uns gar ganz mitnehmen müssen. Eine Flussquerung. Sehr gekonnt. Der Vorteil ist da längeren Beine, gell? Demnächst fährst du Autobahnkreuz. Nur mit der Drainage haben sie es noch nicht so gut. Schau, das ist eine geheime Abzweigung. Aufpassen, dass die nicht rollig sind, gell? Da vorne waren wir im Gatsch gehampelt. Also ist abwechslungsreich der Weg, gell? Ja. Er führt zwar immer durch dieselbe Art von Fichtenwald dahin, aber auf höchst unterschiedlichem Gelauf. Kilometer in ziemlich genau 45 Minuten. Es war eine Gehzeit von 7,5 Stunden. Das hätte Fangoweg heißen sollen. Da gibt es unterschiedlichste Arten von Schlamm zu bewundern. Und jetzt? Ja, da ist die Forststraße offensichtlich zu neu, dass man sich da
um eine Markierung gekümmert hat. Kommt da eh wieder zusammen, haben sie sich gedacht. Wasserschutzgebiet. So viel Wasser, wie es da gibt, glaube ich, braucht das gar keinen Schutz, oder? Mehr traut sich die Sonne heute noch nicht zu. Dann ja. Schau, so bekaut der kommt, gell? Ja, eins muss man den Nordwald kein wenig an diesem Abschnitt lassen. Verkehrslärm geplagt ist er nicht, gell? Nein. Ich hätte so gewartet, dass du was sagst wegen einem Bankerl, aber nein. Gerade nicht. Zimmer und Ferienwohnung, Kindermann. Instinktmäßig hätte ich gesagt, geht's da weiter. Ja, da war ein anderer Instinkt, lag richtig. Da war das Wildschweinparadies, hm? Ja, aber ich bin keines. Aha. Forstautobahn. Ich finde das erstaunlich, dass man eine Forststraße zusammenbringt, die auch so gatschig ist wie der Rest. Hm? Ja, mysteriös. Man fragt sich nach dem Sinn dieser Bemühungen. Warum baut einer mit viel Geld einen befahrbaren Sumpf? Das Interesse der Mama ist groß. Wo willst du denn da hingehen? Eigen. 1,25 Grünwald, 10 Minuten. Bernsteinrunde, ne? Da wollen wir überall nicht hin. Und nachdem Neugier ja bekanntlich nur die Katze umbringt, hast du ja da nichts zu befürchten. Ne? Aha, ein Hochbehälter, oder? Ja, Grünwald, scheint so zu sein, ja. Und grün ist er auch. Ja. Der Wald. Ja, schön eben 1 Stunde 30 oder zu sehen. Wir sind jetzt 1 Stunde 20 gegangen. Der Waldkampf geht in die eine und in die andere Richtung. Scheiben, das wird die Ruhe haben. Ja, geschmiert macht's, gell? So eine brave so Katze. Ein liebes Katze. Wo ist die? Was ist mit dem Katze? Hä? Mit braven Katzi, ja. Schmick, schmick, gell? Ja. Jetzt gehen wir, liebe Katze. Tschüss. Ja, im Müllviertel. Freundliche Menschen und freundliche Katzen. Waldanblick, gell? So, da ja. Es schaut nach einem hervorragenden Rastbankerl aus. Sehr schön, Maxi. So, mit visionärem Blick kann man sich den Wald anschauen. Mhm. Mit so einer Aussicht rastet man gern, oder? Was darf ich dann anbieten? Wurstel und Risotto? Schon, ne? Aber nicht viel Wurstel. Ja, das Bankerl wird es aber wieder hinterlassen, weil wer seine Abfälle einfach wegwirft, naja, wissen wir nicht mehr genau, was mit dem passiert. Hoffentlich irgendwas ganz, ganz Schlimmes. Der ist ja blau, ist ja unglaublich. Schau, da ist der Wald nicht mehr grün. Der blaue Pfeil hinüber, ja. Ja, nach links müssen wir abzweigen. In Richtung Hagerhof. Duschmöglichkeit für Langläufer. Aha. Wann wird er langlaufen, darf man da duschen. Schau, da ist einen kleinen Trainingsfußballplatz und eine Tribüne, weil da sind nämlich vier Bankerl. Nur, dass man da falsche Gedanken kommt, gell? Das sind überall Pfeile auf den Bäumen. Da geht's ja nicht rein. Wenig Neues gibt es von der Straße zu berichten. Außer, dass wir sie verlassen dürfen. Na, jetzt wird die Sache schon viel freundlicher.
sagen, als Preis dafür, dass man nicht auf der Straße gehen muss, haben wir das Problem, dass wir da die ganze Zeit irgendwo durchschlüpfen und durch den Gas treten müssen, sage ich mein. Wie ein Mountainbike-Fahrer, genau deswegen soll ich auf diesen Wegen da nicht fahren. Ich bin auch Mountainbiker, aber da hätte ich schon Verständnis dafür, dass man fahren sollte. Zur Schwedenschanze. Schwedenschanze Eigenschläge. Na gut, ich glaube, das haben wir uns sparen. Das ist auch so eine mysteriöse Treppe. Ja, Oberhaag geht's weiter, gell? Die Schwedenschanze bei Oberhaag, da kann man offensichtlich alte Befestigungsanlagen anschauen. Was ist denn das da hinten? Ist das tatsächlich ein Häuschen? Ich bin eh nicht neugierig, ich muss ja nur wissen. Das wäre Unterstand prinzipiell, naja. Das ist aber schön, gell? Da geht's vermutlich da. So weiter. Na schau, St. Oswald in 2 Stunden 30. Diese Wiese ist kein Hundeklo. Ja, nach Haag, wo wir uns der 10 km Marke jetzt nähern, da steigt es wieder ein bisschen, bevor wir nach St. Oswald kommen. Geht es in einen Hohlweg? Glitschig ist es da. Uralter Wesen, da sieht man noch keinen, zumindest Spuren davon. Ist ja alles gut? Jetzt werdet ihr euch denken, was erzählt er da, ne? Das ist ein ganz normaler Abstieg in so einen Hohlweg in den Wirtschaftswald. Aber trotzdem, es ist zum Aufpassen und jetzt zeige ich jetzt warum. Schaut einmal, wie auf so ein Steckerl draufsteigt, es ist wie Seife. Er rutscht so weg, als gäbe es keinen Morgen, ist unglaublich. Und die verbergen sich ja zum Teil unterm Laub. Ja, und da ist er dann aus, er liegt auf der Nase. Also das ist ein Wegabschnitt, der ist wunderschön mit dem Nosen drin. Aber tatsächlich ist man da bergab kaum schneller, als man bergauf will. Aha, geht eine Quelle auf, gell? Da muss man sich mit dem Wasser den Weg teilen und da gewinnt das Wasser. Damit verbessern sich die Wegverhältnisse natürlich schlagartig, gell? Waldkammweg. Da hinunter, gell? Ui, da ist eine miese Katze. Das ist aber eine liebe Katze. Hat die Farben vom Herbst, gell? Das ist schon was Schönes. Das sind ja viele Katzen. Schau, schau, die ist neugierig, die Katze. Liebe Katzen, sitzt ja. Wieder ein Katzenerlebnis, gell? Das ist der Katzenerlebnisweg. Ja, man muss ja zugute halten, die Markierung gibt sich sehr mitteilsam. Da hinauf, schau. Schau, weißt du, was das ist? Das ist, damit die Rehlein die Tannen verbeißen. Das hat er wohlgemerkt auch nur bei den Tannen gemacht und nicht bei der unmittelbar daneben wachsenden Fichten.
Fichten mal betreten wieder. Ich frage mich, ob irgendwo Verunreinigung erlaubt oder erwünscht ist. Illegal den Wald mitnehmen. Ja. Und die Blätter, gell? Auf die Stöcke. So, Günther Reitersteig gezwungen anscheinend. Wurmbrand, Oberhag in 2 Stunden, Haslach in 3 Stunden. Ja, immer noch Günther Reitersteig, also doch nicht bezwungen, sondern nur den Aufstieg bezwungen. Aha. Schauen wir mal, da draußen wäre es viel zu trocken. Darum wäre es von da einer. Die perfekte Synthese aus Nordwald-Kammweg-Logo und Pfeil. Das sieht man gern überhaupt, wenn es nicht bergauf führt. Jetzt sind wir ganz nahe an der tschechischen Grenze. Jetzt geht es auch nicht mehr weiter bergauf, sondern da geht es jetzt da hinüber. Geh schön vorsichtig, das ist ein bisschen steiler. Ja, die nehmen uns ganz genau damit, dass sie uns darauf hinweisen, dass wir da hinaus müssen. Ja, mit so einem Panorama können wir mal gern rasten, oder? Ich würde mal die Sonne genießen. 105 nach links. Ja, die Straße ist kaum der Rede wert, weil noch weniger als 200 Meter, wenn es überhaupt so ist. Gell? Dürfen wir da nach links hinauf zum Wald wieder. NWK-Weg. Das ist da nicht viel begangen offensichtlich. E6, 105, na bitte. Ja, goldener Oktober macht schon Spaß, ne? Wenn er den Gold nicht. Ganz umsonst geraunzt, ist ja doch schön geworden. Stimmt schon, oder? Das ist auch ein schönes Rastplatz, aber leider haben wir gerade erst gerastet, gell? Ja, kurzer Verkoferer, aber wir haben sie wieder auf den richtigen Weg geschafft, leider. Mit ein bisschen an Höhenverlust, das geht dann nämlich noch einmal hinauf. Da haben sie zu viel des Guten gemeint, mit nicht asphaltiert. Und auf diese Anhöhe auch für mich so wahrscheinlich. Weißt du was? Machst du in Wien die 3. Mannführung, die geht in die Kanalisation, die ist nur gerade. Eine Liege sogar. Eine Genussliege. Nordwald-Kammweg. Ich vermute mal, dass wir da oben müssen. Komm in das Haus deiner Mutter, Ave Maria. Das wäre zumindest ein schöner Unterstand beim Regen. Da ist die Kirche von St. Oswald. Ja? Hallo. Hübsch. Die St. Oswald, die Gottesfürchtigen, hat da toll was hergebaut. Ja? Also man muss schon sagen, diese hügelige Landschaft, gell, in Herbstgold, das hat schon was. Man hat heute noch das Gefühl, dass man viel Tageslicht hat eigentlich. Haslach in 1 Stunde 45, 7,3 Kilometer. Na, das klingt doch günstig. Wir sind da in St. Oswald bei der Kirche. Ja, ja. Und dann biegen wir nach rechts ab, dann den blauen Weg 105 bis Haslach. 2 Stunden. Wie spät ist es jetzt? 15 Uhr 48. Aha, schau, da gibt es einen Begleitweg. Oh, nicht auf der Straße entlang gekocht und die haben sich was dabei gedacht. Nordwald kam wegen 100 Meter links abbiegen. Na gut. Ja, St. Oswald ist ein schmucker Ort, gell, das liegt schön. Ja, da drüben Eigen, dahinter ein bisschen der Haslach.
Also Ansatz oder den Nordwald kann man wirklich echt lassen. Der hat wirklich viele wunderschöne Rastplätze. Der Nordwald kann wirklich nicht mit Reizen geißen. Da blüht in alle Formen. Ja. So kleinräumig, so gedrehte Landschaft, das ist schon sehr hübsch. Ja. Nordwald kann wirklich eine Empfehlung wert bis jetzt. Ja, Selbstbedienungskastel, Sirup, Marmelade, Chutney, Bohnen, Kräuterprodukte, Geschenke, ne? Super. Und, magst du kampieren bei der Furtmühle? Tarp haben wir mit, weil wir haben Bonkos mit, Isomatten haben wir mit, und einen Komforter, alles ist da. Haslach. 5,9 Kilometer, 1 Stunde 30. Bei so einer Atmosphäre kommt man sich gut freien, gell? Trotzdem, dass Asphalt ist, dann hat man wenigstens nicht das Problem, dass man im Nebelgrat stehen muss. Man darf auf Asphalt gehen. Der Jäger darf zwar immer wieder Station auf Asphalt zufahren. Altweibers haben wir am 25. Oktober, gell? Da fällt jetzt zum Heiligenstein. Nordwald kann weg noch nicht. Ins finstere Tal. Steilstufenweg. Mhm. Jetzt müssen wir der Sonne AD sagen, das war es mit der Sonne. Das ist ein hübscher Abstieg, gell? Hoppa, Sonne. Bis morgen. Hoffentlich zumindest. Ah, und scharf links. Ja, tatsächlich. Haslach 5 Kilometer. Das ist schon oben auf dem Berg. Nein, da waren 6. Ach, Fachwerkkonstruktion. Ganz was ganz was Seltenes. Mhm. Schau, da vorne war die Sonne, da dürfen wir nicht hin. Nordwaldkammweg 105. Da könnte man packraften, hä? Also Wolkenfänger und Claudia, da könntest du zuständig sein. Haslach 4 Kilometer, hä? Aber Nordwaldkammweg geht da auf. Ob sich das wirklich auszahlt, dass wir da am Asphaltberg aufhaschen müssen, gell? Da meinen sie wohl den Nordwaldkammweg, nachdem er auf dem Bankalter gesessen ist und ganz ausgefroren, das Hirn eingefroren, man nicht weiß, wie es weitergeht. Der Weg nach Haslach führt über Gattergasling. Siehst du das, Schützel? Ja. Das ist der Kirchturm, Spitze von Haslach. Also der einzige Kritikpunkt ist der Weg halt ruhig auf der Sonnenseite gekommen, gell? Wir sehen doch noch einmal die Sonne auf der Abzweigung in den Wald hinein. Da brauchst du, glaube ich, noch einmal deine Stöcke. Der Weg lässt keine Gelegenheit aus, uns noch eine ordentliche Gaspartie zu bescheren, gell? Wäre ja eine verpasste Chance, ne? Den Gatsch, den zelebrieren sie, gell? Tja, nach St. Oswald hat man so eine schöne Sicht auf Haslach. Und jetzt verbirgst du sie hartnäckig. Viel Einschätzung, noch einmal Sonne. Da kannst du den sonnigsten das Lächeln zeigen. Wieso nicht sehr sonnig? Na, das haben sie notwendig gehabt, gell? Dass das da durch den Graben durchführen. Gar nichts Besseres zu tun hätten. Ja, also der Weg hat keine Kosten und Mühen gescheut, um da drüben nochmal zusätzliche 30 Höhenmeter außer zum Schinden. Das hätte es auch nicht mehr gebraucht. Vor allem nicht dafür, dass wir da die Asphaltstraße entlang rennen. Ein Blick auf St. Oswald ist uns auch noch vergönnt. Aber es ist ein magerer Lohn, dieser Mühe. Jetzt verstehe ich die Genialität von diesem Weg. Da will man es einfach nur segieren. Noch einmal Sonne. Und noch eine liebe Katze. So, jetzt darf man auf die Wiese hinaus. Von den Mosten da, ne? Jetzt in den dunklen Tannen. Und anscheinend ähnlich von irgendeinem Pipagoa. Aber nicht sehr gut austreten. Dafür, dass wir uns da in der Nähe von Haslach befinden. Ich glaube, die Leute sind alle klüger und gehen unten entlang der Mühl. Da musst du dann aussteigen, in die Mitte, wo ich bin. Ja, das ist zum Beispiel so ein Abschnitt, den brauchst du bei Dunkelheit auch nicht gehen. Also die Wegführung da bei Haslach, die bekleckert sich nicht gerade mit Ruhm. Hurra! Super! Ganz toll! Auf vielversprechenden Steig nach unten, diesmal endgültig. Da brauche ich da die Stöcke noch einmal. So, das haben sie ein bisschen besser gemacht. Da.
Na also, was lange währt, wird endlich gut. Auslach an der Mühl. Große Mühl. Mhm. Schaut das ja groß aus irgendwie. Na gut. Ein großes Wehr und große Mühl. Der Weg am Schluss, der zart ist. Das ist irgendwie langweilig. Über diesen Asphalthatscher da rauf, 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 für mehr oder weniger nichts und wieder nichts. Ich weiß nicht, wie schlimm es entlang der Mühl sein kann, aber ich nehme das beim nächsten Mal. Ist eine Viertelstunde kürzer. Schauen wir mal, ob wir in Hartlach Quartier sind. Da melden wir uns dann noch einmal. Ne? Ja, da ist kein Weg. Na gut, hat das auch geklärt. Ne? Schönes Tor, gell? Sind wir frei? Schaut aber zu aus, oder? Frühstückbuffet von Montag bis Sonntag. Mittwoch Nationalfeiertag geschlossen. Das hält offen da, schau. Na gut, gehen wir mal davon aus, dass die Zimmer an. Willkommen im Palast, liebe Mami. Alles, was man braucht, oder? Fernseher, super. Und ein Bad. Alles, was das Herz begehrt und noch viel mehr. Ja, braucht man das. Es war am Schluss ein bisschen zart, aber die 24 Kilometer waren zu schaffen, gell? Bis St. Oswald. Eigentlich, wie man da über diese Futtermühle oder wie die Kassen hat. Ja. Da weiß ich nicht, warum man den Weg unbedingt halt oben hat verlaufen lassen müssen. Das wird mir immer ein Rätsel bleiben. Aber nein, wir schauen morgen hoffentlich weiter fürs Bad Leon Felden. Ja, und ansonsten hast du mich wieder dabei. Und ich trinke noch. Und vielleicht sieht man es mal bei einer anderen Tour.